Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt gerade hier schön gefrühstückt und jetzt fahren wir zu CZ ins Werk. Horst, was werden wir denn da alles sehen? Wahrscheinlich CZ 600, Bohr 457. Also ich bin schon gespannt, was noch alles auspacken werden, aber es wird sicher gut. Und wir werden die aber ausprobieren, oder? Ich gehe mal stark davon aus. Kann ich kaum erwarten. Dann lass uns mal schnell los, wieder mal schießen gehen. Schnell das Team eingepackt und auf geht's nach Uherský Brod. Head Office von CZ im Besprechungsraum. Wir werden jetzt hier eine kleine Einführung bekommen, haben schon ein paar Waffen hinter uns, die wir uns jetzt gerade nur anschauen dürfen. Später dürfen wir die auch ausprobieren. Also einfach mal schauen, was noch so passiert. Zuerst gibt es eine Vorstellung der neuen 600er Modelle, die wir ganz genau erklärt und gezeigt bekommen. Die Verbesserung ist nur 60 Grad Bolt Travel. Verschlusswinkel, vielleicht. Ist es richtig? Ja. Okay, die zweite Verbesserung ist die Position von der Sicherung. Ist hier, es ist ein bisschen intuitiver und auch es klickt nicht, wie bei unseren vorherigen Produkten, die wir hatten. Also die kann sehr still sein. Wir haben auch einen Indikator von dem Abzugsmechanismus, ob es angespannt ist oder nicht, hier hinten. Und wenn die Sicherung an ist, kann ich den Ladehebel nicht bewegen. Was ist zum Beispiel, wenn ich mich irgendwo bewege und da mit Holz oder mit der Treppe auf den Hochsitz kann die Waffe nicht geöffnet werden. Ausgearbeitete Technik, in der eine lange Geschichte steckt. Erst im letzten Juli feierte CZ seinen 85. Geburtstag. 1936 wurde das Waffenwerk in Uherský Brod errichtet. Die tschechoslowakische Waffenproduktion wurde in den Osten verlegt, um sich auf den Krieg mit dem damals nationalsozialistischen Deutschland vorzubereiten. Der Betrieb war damals noch sehr klein ausgelegt, doch schon 1948 kam die überwiegende Zahl an Waffen in der Tschechoslowakei aus dem Werk. In den 50ern galt CZ als Hauptlieferant der einheimischen Polizei- und Militäreinheiten. Außerdem wurden viele Waffen exportiert. Heute stellt das Werk im Jahr über 230.000 Waffen her. Der Hersteller verkauft heutzutage aber nicht nur Waffen für Behörden, sondern besonders Lang- und Kurzwaffen für Jäger und Sportschützen. Wir stehen jetzt hier gerade im CZ-Museum. Wir haben gerade davor eine Führung durchs gesamte Werk bekommen. Leider dürfen wir die Kamera nicht mitnehmen, ist aber unglaublich faszinierend, das zu sehen. Als das Werk aufgebaut wurde, wurde extra darauf geachtet, dass es aussieht wie ein Wohngebiet, also mit Grünstreifen, mit kleinen Parks, mit Fenstern. Dann haben wir die unglaublich hochmodernen CNC-Maschinen gesehen und aber auch, wie im Feinguss-System, die ganzen Griffstücke noch gegossen werden. Und jetzt gerade stehen wir hier, wie gesagt, im Museum, haben uns die gesamte Historie nochmal angeschaut, haben uns auch die neuen Modelle nochmal angeschaut. Zu denen haben wir dann immer ein kleines Video, das könnt ihr euch dann unten im Link anschauen, wo wir ganz genau jedes Modell erklären. Und jetzt werden wir noch gerade schnell was essen und dann schießen gehen. Und da nehmen wir euch natürlich auch mit, denn das ist ja das Spannendste und Tollste. Wow, das war ja wirklich der Hammer. Wir haben so viel Verschiedenes entdeckt und Neues dazugelernt. Wir haben die neuen CZ 600 Modelle geschossen, die TS2, die neuen Shadow Modelle. Wir haben die Fabrik kennengelernt von CZ und von Selia. Unglaublich beeindruckend, wie da alles hergestellt wird. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr von diesen Vlog-Reihen sehen wollt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, denn wir würden euch wirklich gerne das nächste Mal wieder mitnehmen, wenn wir die fantastische Welt von Jagd und Sport entdecken.